Wollt ihr bei euch zu Hause anstatt so einen Plastiksiphon einen hochwertigen Metallsiphon montieren und weiß nicht wie? In diesem Video zeige ich euch das und wir wechseln auch das Ablaufventil. Wie man hier gut sehen kann, ist der Siphon auch undicht an dieser Stelle und auch ein wenig hier oben. Deswegen wäre es natürlich besser, den zu wechseln nach ungefähr 20 Jahre. Um den Siphon zu demontieren, braucht man normalerweise kein Werkzeug, das ist ja alles Plastik. Also schraubt man hier oben alles weg. Dann kann man das Ganze einfach so aus der Wand rausziehen. Wie man sieht, das kommt auch von alleine. Ich habe immer diesen Behälter da, wo ich den Siphon entleeren kann. Hier jetzt genau zu sehen, wo der Siphon auch undicht ist. Da in diesem Fall auch die Betätigung für diesen Stöpsel nicht mehr funktioniert, werde ich auch das Ablaufventil durch ein neues Produkt, also Pop-Up-Ventil, tauschen. Das zu machen, nimmt man den Stöpsel weg, dann hat man unten dieses Ablaufventil. Entweder geht man von unten mit einer Zange ran, schraubt das untere Teil weg, oder man geht von oben mit einem Spezialwerkzeug, da ich natürlich viel öfters mit dem arbeite, gehe ich mit diesem rein. Wie man sieht, hier kann man zusammendrücken, beziehungsweise das macht es von allein, wenn ich reindrücke, rastet ein in die Löcher vom Ablaufventil und man kann es somit rausschrauben. Wie man jetzt sieht, wenn ich nicht drin bin, dreht es so. Wenn ich jetzt reingehe, ist es fest. Und jetzt kann man mit der Hand das Ablaufventil von oben lösen. Ich zeige euch jetzt auch von unten, wie das aussieht. Ich drehe jetzt von oben und wie man sieht, es löst sich das ganze Ablaufventil. Jetzt ist es schon gelöst. Jetzt ziehe ich einfach von oben mit dem Werkzeug alles raus. Was jetzt natürlich zu machen ist, alles zu reinigen, da nach so vielen Jahren alles Mögliche hier drin hängen geblieben ist. So, es muss alles weg, es muss sauber sein. So, und jetzt kann man das mit einem Tuch sauber machen, damit es auch wirklich sauber ist. Jetzt schauen wir uns mal dieses Ablaufventil genauer an. Ich sehe, hier gibt es sogar Ersatzdichtungen. Das ist noch eine Siphondichtung. Sehr schön. Sehr schwer auch. Also Qualität auf jeden Fall. Man kann das so auseinanderbauen. Und dieses hier ist natürlich mit einem Überlauf. Da wir ein Waschbecken mit Überlauf haben, muss es natürlich so sein. Ansonsten kann es auch ohne Überlauf sein. Die obere Dichtung ist schon dran und die untere wird so montiert. Das ist eigentlich schon alles. Wir können jetzt schon anfangen, alles zu montieren. Als erstes wird das obere Teil reingesteckt. Und wenn alles gut geht, habt ihr auch hier so ungefähr 1 bis 1,5 cm. Alle Waschbecken sind ungefähr Standard und alle sind 5 Viertel Zoll. Jetzt kommt das untere Teil. Das können wir jetzt von unten ein bisschen anschrauben. Von Hand. So viel es geht. Hier seht ihr, hier könnte man noch mit der Zange noch rangehen und festmachen. Wer natürlich kein Spezialwerkzeug hat, ist das sehr praktisch. Und von oben kann man mit dem Spezialschlüssel reingehen. Das zeige ich euch jetzt mal von oben. Um jetzt von oben mit diesem Spezialschlüssel reingehen zu können, muss natürlich dieser Stift weg.
Übrigens, diesen Stift bekommt man auch einzeln geliefert, falls etwas kaputt gehen sollte. Alle Produkte, die ich in diesem Video benutze und alle Werkzeuge, findet ihr unterhalb von dem Video in den Links. So, jetzt stecke ich meine Schlüssel rein. Jetzt ist er drin und ziehe so fest es geht an. So, und jetzt, um diesen Schlüssel zu demontieren, drückt man ihn nach unten, dreht ein bisschen auf die Seite, damit er aus diesen zwei Löchern raus ist und er kommt raus. Jetzt kann ich auch den Stift noch draufschrauben und den Deckel. Hier hat es, wie man sieht, eine feine Dichtung. Das muss man einfach draufschrauben hier drauf. Und somit ist der schon in Funktion. So, wenn ich jetzt Wasser aufdrehe, auch wenn ich unten kein Siphon habe, sollte das dicht sein. Schauen wir von unten. Und wie man gut sehen kann, es ist alles dicht. Wenn ich jetzt oben betätige, sollte das Wasser jetzt rauskommen. Vorhin habe ich vergessen zu erwähnen, also mit den zwei Dichtungen oben und unten kommt noch eine Siphondichtung in dem Ablaufventil und noch eine Ersatzdichtung für oben für den Stöpsel. Das ist sehr praktisch, da die nach ein paar Jahren kaputt gehen. Kommen wir mal zu dem Siphon. Auch hier hat man eine Montageanleitung mit allem drum und dran. Die Dichtungen. Und dann haben wir das Rohr, das in die Wand geht. Und schon vom Material her, es ist sehr, sehr schwer und auch sehr dickwendig. Also ist keine Billigware. Dann haben wir den eigentlichen Siphon, also den Geruchverschluss oder auch Flaschensiphon. Das sieht auch sehr, sehr gut aus, ist auch sehr, sehr schwer vom Material her. Mit dabei auch eine Dichtung für die Wand. Hier handelt es sich um ein 32 mm Rohr. Einige Siphons sind auch 40 mm. Und die Rosette zum Abdecken, auch sehr schön. Die wird nachher hier nur drauf geschoben. So, als nächstes können wir mal das Ganze vorbereiten. Als erstes stecke ich die Dichtung in die Wand. Um dieses Maß zu messen, muss natürlich zuerst der Siphon zusammengebaut werden. Dazu nimmt man diese Verschraubung weg. Innen drin hat es eine konische Dichtung und diese Dichtung wird immer Richtung Siphon so reingesteckt. Zuerst muss die Überwurfmutter auf das Rohr, dann die Dichtung, wie vorhin gezeigt, mit dem konischen Richtung Siphon, dann hier reinstecken. Und am Ende schraubt man das Ganze fest, alles von Hand. Man braucht hier überhaupt kein Werkzeug. So, jetzt ist das Ganze fest. Als nächstes müssen wir das Rohr, das Ende, in diese Gummimanschette reinstecken, damit wir das Maß haben zum Ablaufventil. Die Dichtung schmiere ich mit einem Gleitmittel rein, damit es leichter ist, das Rohr reinzustecken. Das Rohr stecke ich ungefähr 3 cm rein. Das Standrohr ziehe ich nach oben und messe hier die Distanz zwischen dem Ablaufventil und diesem Standrohr. Das ist genau das Maß, was wir nachher abschneiden müssen. Und bei mir sind es genau 6,5 cm.
Wie ich vorhin gemessen habe, muss ich dieses Rohr 6,5 cm kürzen. Das zeichne ich auch an und schneide es in meinem Fall mit einem Rohrabschneider. Natürlich hat nicht jeder so einen Rohrabschneider zu Hause, also kann er es mit einer Eisensäge machen. Einfach nachher ist wichtig, das Ganze zu entgraten mit einer Feile oder mit einem Entgrater, den ich euch jetzt zeige. Also ich setze den Rohrabschneider an. Und viele werden jetzt sagen, ja, mit dem Rohrabschneider gibt es innen drin eine Kante. Aber wie vorhin gesagt, zeige ich euch, wie man diese Kante eben wegmacht. Das Material ist wirklich sehr, sehr hochwertig. Jetzt haben wir den Schnitt. Jetzt sieht man hier innen drin diese Kante. Diese Kante kann man mit so einem Entgrater wegmachen oder mit einer Feile. So, jetzt wäre das Rohr eigentlich schon bereit. Ich montiere es wieder an den Geruchverschluss. Und jetzt können wir das Ganze schon an der Wand festmachen. Wie vorhin erwähnt, hier hat man mit so einem Gleitmittel eingeschmiert und jetzt sehen wir, hier oben hat es die Dichtung, die nachher hier oben abdichtet. Die ist natürlich auch mit dabei. Und jetzt, was noch fehlt, ist die Rosette, die wird aufs Rohr draufgeschoben. Wenn es so wie bei mir wackelt, muss man bei der Rosette, hat es, man sieht hier diese kleinen, ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt, auf jeden Fall muss man die ein bisschen biegen nach innen, damit das um den Siphon bzw. um das Rohr ein bisschen besser hält. Jetzt sollte die Rosette auch ein bisschen fester halten. Jawohl, das ist perfekt. Jetzt stecken wir das Rohr in die Wand, so weit, bis wir hier beim Siphon ankommen. Diese untere Verschraubung kann man lösen. Damit kann man den Siphon auch so verschieben. Das empfehle ich immer, weil man zuerst hier oben festschrauben kann. Und wie vorhin gesagt, alles von Hand. Ich mache zuerst hier oben fest. Und dann die untere Verschraubung. Und ihr müsst natürlich schauen, dass alles sauber waagerecht ist. So, wenn alles schön fest ist, ich ziehe ein bisschen die Rosette zurück, lassen wir das Wasser laufen und kontrollieren, ob alles dicht ist. Vor allem die drei Verbindungen und hier an der Wand. Ich lasse mal den Waschbecken voll laufen und lasse dann das Wasser in den Siphon, um zu sehen, ob alles dicht ist. So, jetzt lasse ich das Wasser mal laufen. Abfließen tut es viel, viel besser als vorhin, wahrscheinlich auch, weil der alte Siphon verstopft war. Aber ich finde, dieser Siphon ist sehr, sehr gut. Am Ende können wir nur die Rosette an die Wand schieben. Den zeige ich euch jetzt mal aus der Nähe und von vorne, wie das Ganze aussieht. Also wie man sieht, sehr, sehr hochwertig. Sieht auch wirklich schön aus in einem Badezimmer mit dem passenden Ablaufventil. Ein sehr gutes Produkt, das auch, wie vorhin gezeigt, sehr, sehr gut funktioniert.